Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wellheim. Tag 23 mittlerweile. Ich habe mich bloß nochmal eben ins Bett gelegt, dass wir hier die Folge nicht direkt in der Nacht starten. Muss ja alles nicht sein. Wir hauen uns eben noch was zu futtern rein und gehen direkt wieder in den dunklen Wald. Lass mich mal kurz schauen, wir haben 30 Feuerpfeile, aber normale Pfeile haben wir gar nicht mehr, ne? Warum habe ich das Trollleder? Ach stimmt, ich wollte mir ja eine Rüstung aus Trollleder machen. Da kam es mir wieder. Aber irgendwas hatte gefehlt, ne? Ach, die Knochenfragmente. Das ist es. Aber wir können uns zumindest mal noch ein paar normale Pfeile machen. 20 sind erstmal okay. Und dann geht's wieder direkt ab in den dunklen Wald. Denn wir brauchen diese roten Kugelchens noch. Oder wie auch immer die heißen. Oh, Wildschwein. Hallo. Damit wir endlich unsere Schmiede bauen können. Und das wird nämlich definitiv auch unser nächstes Vorhaben. Eine Schmiede. Damit wir uns Kupfersachen endlich bauen können. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Ja, wir sind richtig. Und wenn wir das dann haben, machen wir uns definitiv an die Schweinezucht. Und Farmer müssen wir auch noch werden. Karottensamen haben wir ja schon gefunden. Wir brauchen dafür bloß einen Flug. Und den kriegen wir wiederum nur, wenn wir eine Schmiede haben. Aber ich bin noch sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten Folgen alles klappen sollte. Zumindest sind wir jetzt in den letzten Folgen doch ganz gut vorangekommen. Der Anfang war etwas schleppend. Aber so ist das nun mal. Was haben wir denn hier? Haben wir das schon gesehen gehabt? Glaube nicht. Jetzt müssen wir natürlich nicht direkt wieder in denselben Abschnitt gehen. Das macht keinen Sinn. Schöner wäre es natürlich, etwas weiter hier drüben zu erkunden. In der Hoffnung, wir finden mal einen Dungeon. Eigentlich sind die gar nicht so selten, zumindest so wie ich es jetzt gelesen habe. Kommen die doch öfter vor, aber wir hatten noch nicht das Glück, eins zu sichtigen. Eins zu sehen. Vielleicht klappt es ja in dieser Folge. Wäre sehr, sehr schön. Wenn wir den Händler natürlich noch finden würden, das wäre natürlich das Schönste der Welt. Der hat nämlich so eine coole Taschenlampe, die man einfach sich mit an den Helm dran macht und dann sehen wir im Dunkeln mehr, ohne dass wir dafür eine Fackel brauchen. Kostet allerdings auch, ich glaube, irgendwas um die 600 Münzen, die haben wir natürlich auch noch nicht. Aber die finden wir dann wiederum in Dungeons. So, du gibst mir jetzt Knochenfragmente, dann können wir uns bald unsere Trolllederhose bauen. Jawohl. Und eigentlich hieß es auch, oh, ich glaube, wir haben was gefunden. Eigentlich hieß es nämlich, wo Skelette sind, sind auch Dungeons. Ich würde gerne mal perfekt blocken. Oh, die machen trotzdem Schaden, ja. Aber ihn konnten wir gut blocken und zack. Das war ganz knapp. Da haben wir schon wieder zwei und davor auch schon, also vier Fragmente. Sehr cool, ich glaube 10 brauchten wir. Da ist Hugin. Er sagt uns bestimmt, dass hier ein Dungeon ist. Das sieht aus wie ein Dungeon. Hey! Überall in der 10. Welt existieren Höhlen und Dungeons. Monumente der Vergangenheit, die mit den Reichtümern längst vergessener Zivilisationen gefüllt sind. Vergiss nicht, eine Lichtquelle mitzuführen. Reichtümern, es tut mir leid. Das war wirklich nicht geplant und ich wusste auch nicht, dass hier eins ist. Ich dachte mir einfach nur, wir gehen mal ein Stück weiter hier rüber. Oh, ich habe Angst. Grabkammern. Haben wir eine Fackel dabei? Natürlich nicht. Warum sollte man auch eine Fackel mitnehmen, wenn man in Dungeons gehen möchte? Macht gar keinen Sinn. Gelber Pilz. Neuer Gegenstand. Macht der was Cooles? Auch was zum Futtern. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine, zumindest höre ich was. Ach, es ärgert mich, dass ich keine Fackel mitgenommen habe. Können wir hier unten bauen? Nicht Kiste. Werkbank wollte ich. Wo haben wir sie denn? Hier. Ich kann hier unten nicht bauen, ne? Wollen wir nochmal schnell rausgehen? Ich glaube, das ist besser.
Also ganz ohne Fackel ist mir einerseits zu gruselig, andererseits seht ihr nichts. Ach, ich hoffe mal, ach, wir brauchen ja ein Dach. Oder konnte ich die Fackel so bauen? Dann Holzfackel bloß. Ach, Mist. Ja, da haben wir jetzt nicht genügend Zeug. Dann machen wir uns wohl doch erstmal ohne rein. Wohl oder übel. So, dann lasst uns mal schauen. Also hier geht ein Gang lang und zwei Türen. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ich weiß nicht, wie groß die Dinger sind. Hauen auf jeden Fall gleich mal noch Essen nach. Oh oh. Hier geht's nicht weiter. Hier ist noch eine Tür und jetzt sind wir wieder an der Anfangshalle, ne? Okay. Ist übersichtlich. Ein Pilz. Das war's allerdings schon. Wie, das war doch nicht alles, oder? Nein, hier ist noch eine Tür. Aber hier ist auch schon Schluss. Ich hoffe nicht, dass es das schon war. Ich dachte eigentlich, dass man das in jedem Dungeon findet. Aber hier ist definitiv nichts weiter. Hier haben wir noch eine Tür. Und noch eine Tür. Und ein Skelett. Aber irgendwie schläft's. Oh, die können auch blocken. Das ist ja fies. Ich höre auf jeden Fall was. Okay, hier geht's hoch. Also ist doch etwas größer. Ich dachte schon, das ist bloß die paar kleinen Räume am Anfang. Aber zum Glück nicht. Oh. Aber hier haben wir so eine Truhe. Ach, verdammt. Feuersteinpfeil. Eigentlich hat man sehr oft in den Truhen diese roten Dinger. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Die hießen ganz komisch. Hier waren leider keine drin. Boah, hat der mich erschreckt. Mist, das sah aus wie eine Truhe. Oh. Ist ja gut. Greif an. Ach, der andere schießt mit Pfeilen von hinten. Oh oh. Das ist natürlich doppelt fies. Aber wir haben gut geblockt. Den ersten müssten wir haben. Den zweiten auch. Ah, man blockt also auch, wenn man die Pfeile perfekt. Also wenn man die blockt, dann paralysiert man auch den Gegner. Hier sind sie. Wie heißen die Dinger? Rubin. Das habe ich mir nicht gemerkt. Okay. Ich glaube, ich hatte es auf Englisch geguckt, aber da wird es nicht groß anders heißen. Na gut. Ich hoffe mal zumindest, dass es das ist. Was ich meinte. Oh Gott. Können die Türen öffnen? Nö. Lass uns erstmal hier weiter gucken. Hier ist gar nichts weiter. Was ist das für ein dunkler Schatten da hinten? Ist das nur Feuer? Wir können vorschlagen. Ah, perfekt geblockt, okay. Hätte sehr, sehr gerne eine Fackel dabei. Evil Bone Pile. Ach, ich glaube, das ist einfach ein Spawner. Hier können wir unendlich Skelette farmen. Oder Knochenfragmente farmen, besser gesagt. Ah, das geht aber verdammt schnell. Gott. Bisschen zu schnell. Ne, die Dinger da meinte ich. Ja, siehst du, Sirtling-Kern. Kein Wunder, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Ich dachte schon, ich bin bekloppt. Weiß nicht, ob man die Spawner irgendwie deaktivieren kann. Aber wir dürfen uns auf jeden Fall nicht allzu lange hier aufhalten. Registriere Ort. Der Uralte. Ich glaube, das ist der nächste Gegner. Also Endgegner. Jetzt haben wir Schmelzofen, Kohlemeiler, Bernsteinperle. Jawohl. Wir haben's. Ey, das hat verdammt gut geklappt. Wir sind bei knapp 10 Minuten von der Folge. Und alles erreicht, was ich in der Folge erreichen wollte. 10 Knochenfragmente haben wir bestimmt auch gleich zusammen. Dann können wir uns unsere Trolllederhose bauen. So, jetzt aber weg hier. Unendlich von denen kann ich nicht gebrauchen. Hier geht's... Ne, hier sind wir lang gekommen, ne?
Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir hier links gelaufen sind. Aber hier geht's nicht weiter. Ja, ich glaube, wir haben alles gesehen. Den Ort markieren wir uns natürlich gleich noch. Weil für Knochenfragmente ist das natürlich cool mit so einem Skelettspawner. Moment. Ja, hier wieder raus. Sehr cool. Läuft bei uns. So, da machen wir hier... Weiß nicht, was nehmen wir für Dungeon? Das ist Portal, glaube ich. Nehmen einfach mal das Symbol. Dungeon, Skelett... Spawner. Ja, passt so. Mehr Buchstaben gingen leider nicht. Dann würde ich uns sagen, wir machen gleich wieder direkt zurück. Bevor wir jetzt noch lange rumsuchen. Können natürlich nochmal die Spitzhacke in die Hand nehmen, gucken. Was liegt denn hier alles? Holz, Harz. Was ist denn hier passiert? Macht mir ein bisschen Angst. Ja, wir können natürlich hier mit der Spitzhacke nochmal ein bisschen schauen, ob wir Kupfer finden. Und genau da ist es passiert, aber wir haben keinen Platz mehr, ne? An Leder möchte ich so ungern wegwerfen. Wir markieren uns das. Oh oh. Nee, war bloß ein Hirsch. Guck mal, das hat man für Kupfer genommen. Dann nehmen wir das ab jetzt für Erze. Kupfer. So. Und wir müssen hier in die Richtung. Ein Krautzwerg. Es scheint wohl auch so, dass die Gegner, also jeder so seine Schwächen hat, hat mir zumindest das Spiel im Ladebildschirm verraten. Krautzwerge zum Beispiel haben Angst vor Feuer und ist auch eine Schwäche. Und das scheint dann wohl bei jedem anderen Gegner jeweils eins zu geben, was die nicht so mögen. Naja, und wir haben den Uralten gefunden, ist doch auch cool. Da oben ist er. Aber ich glaube, da werden noch ein paar Folgen vergehen, bevor wir uns da hintrauen. Cool, dass das gleich alles im ersten Dungeon geklappt hat. Hey, Wildschweine. Ah, schön mit null Ausdauer hingerannt. Das war nicht die klügste Entscheidung. Und der andere hatte gar keinen Bock. Noch schnell die Himbeeren hier eingesackt. Wahnsinn, hier ist ja ohne Ende. Sammeln wir die gar nicht mehr auf? Sind wir schon voll? Ah, wir haben einen Stack voll, verdammt. Dann holen wir aber dich noch, weil das Leder hat er ja, glaube ich, eingesammelt. Ja, Leder und Fleisch nimmt er noch mit. Und dann ab nach Hause. Und definitiv das nächste Mal Fackel mit einpacken. Das war echt doof von mir. Aber man kann halt nicht an alles denken. Wir können eine Schmiede bauen. Ich freue mich sehr. Das bringt uns hier nochmal auf ein ganz anderes Level. Oh, da oben ist unsere Hütte. Wir könnten eigentlich auch mal Eiktür aktivieren. Ah ne, wir müssen noch ein bisschen warten. Dann lohnt sich's jetzt doch nicht mehr. Ach, unser kleines Dörfchen hier. Es geht auf jeden Fall voran. Und das Haus finde ich auch mega cool. Stimmt, die Leitern wollte ich mal noch abbauen. Können wir früher oder später definitiv auch mal noch machen. Und das hier muss auch noch verschönert werden. Der Eingang ist noch nicht so Weltklasse. Aber ansonsten finde ich es doch für den Anfang gar nicht so schlecht. Jetzt lasst uns mal schauen. Können wir die Schmiede in dem Menü hier bauen? Ja, können wir einen Schmelzofen. Das braucht man natürlich als allererstes, um die Erze zu schmelzen. Und ein Kohlenmeiler, aus dem können wir Kohle machen mit Holz. Aber Schmiede kriegen wir dann wahrscheinlich erst, wenn wir... Ist das die Schmiede? Nee, das ist bloß der Schmelzofen. Ich glaube, das kriegen wir dann erst. Wir brauchen 5 von den Kernen und wir haben 3. Ach nein, verdammt. Ja, das wäre auch zu einfach gewesen.
Brauchen wir doch noch einen Dungeon. Aber wir müssen uns definitiv erstmal ein bisschen von der Last hier befreien. Also weg damit. Bernsteinperle. Noch ein Fragment, den lassen wir mal noch einstecken. Das ist Harz. Ein bisschen davon lassen wir auch noch einstecken. Nee, das auch. Feuerpfeile können wir erstmal wegpacken. So viel Holz brauchen wir auch nicht. Die Federn raus. Bin halt gespannt, ob man früher oder später mal noch sein Inventar erweitern kann mit einem Rucksack oder so. Ja, da passt doch schon sehr, sehr wenig rein. Das rohe Fleisch kann erstmal weg. Das gekochte auch. Haben wir hier oben noch. Die gelben Pilze können auch raus. Naja, und Stein brauchen wir auch nicht. Lederreste noch weg. Ja, das Essen hin. Das beides brauchen wir gleich. So sieht's doch ganz gut aus. Dann machen wir uns jetzt eine Trolllederhose. Und dann geht's eigentlich schon wieder direkt zum nächsten Dungeon. Na, jetzt. Was fehlt mir jetzt da wieder für? Werkbank Stufe 3. Brauchen wir das bei allem? Ach, shit. Ja, da dachte ich am Anfang, es klappt ja alles super und jetzt werde ich doch wieder enttäuscht. Da brauchen wir Stufe 3 für. Ich weiß gar nicht, was wir da daneben bauen müssen. Achso, aber die ist ja generell noch gar nicht gepimpt. Ich glaube, seitdem wir die hier umgebaut haben, habe ich das glatt vergessen. Aber wir kriegen die doch schon auf die 3. Damit auf die 2 und damit auf die 3. Passt doch schon. Gott, kostet das viel. Das auch damals schon so viel gekostet? Wahrscheinlich schon. Oder nee, wir hatten das beides schon. Naja. Dann müssen wir mal kurz unsere Kisten durchgucken. Die werde ich dann mal außerhalb des Let's Plays mal noch ganz in Ruhe sortieren und ein paar Schilder drüber machen. Dass ich nicht jedes Mal jede Kiste durchgucken muss. So, die Feuersteine rein. Was braucht man noch alles? Hier braucht man bloß noch Holz für und hier Hirschfell-Lederreste. Hier haben wir Hirschfell. Und Lederreste brauchen wir noch. Wo haben wir Leder? Hier nicht. Doch wieder einmal hier rüber. Zum Glück haben wir es nicht so weit weggebaut. Hier haben wir 3 Lederreste, aber wir müssten noch mehr haben. Hier, 42. So. Und Holz. Ich habe es fast vergessen. Wo hatte ich das reingeworfen? Hier ist nur 1 drin. Hier. Dann können wir das eine gleich mal rausnehmen, dass wir das zusammenstapeln. Und das hier müssen wir natürlich auch noch ein bisschen mehr einrichten. Huch. Jetzt aber. Jetzt können wir das Ding bauen. Ich glaube, das bauen wir hier drüben hin. Zack. Und dann brauchen wir das Teil noch. Ah, für längs nimmt es natürlich nicht so viel Platz weg. Sieht aber ein bisschen doof aus. Ich glaube, wir packen das oder so in die Ecke. Reicht das? Ist das nah genug? Ja, sehr gut. So, jetzt können wir uns Trolllederhelm basteln. Nehmen wir den Helm. Oder nehmen wir was anderes? Jetzt müssen wir mal schauen. Rüstung 6. Haltbarkeit 500. Rüstung 6, 500 ist alles gleich, ne? Dann würde ich sagen, wir machen uns einen Helm. Ach, guck mal, die hätten gar keine Knochenfragmente gebraucht hier. Zack, und da haben wir es. Dann können wir den wieder... Ach, das Ablegen dauert einen Moment. Und gucken doch gleich mal, wie cool das aussieht. Moment. Und aufsetzen bitte. Jawohl. Sieht doch schon definitiv besser aus. So, dann den ganzen Spaß wieder weg. Ah, wir stehen im Feuer. Oder wir stehen im Rauch. Das müssen wir auch mal noch verbessern. Es sind schon wieder so viele kleine Baustellen. Achso, wir haben ja Schleichen jetzt auch verbessert. Mit dem Trolllederhelm auch nicht schlecht. Ja, schon wieder so viele kleine Baustellen, um die man sich noch kümmern will. Nehmen noch mal eben das Holz, weil wir wollten uns noch Fackeln bauen. Eine ist erst... Hä? Hab ich jetzt eine... Ich wollte doch keine Keule bauen. Was mache ich denn?
mich jetzt wirklich verdrückt? Und jetzt fehlt uns wieder was für die Fackel, ne? Nö, passt. Zack, und wir können auch mal die normalen Äxte wegpacken. Bringt uns ja schließlich auch Platz. So, passt. Noch was gefuttert? Dann hauen wir uns nochmal eben schnell ins Bett und machen an der Stelle ein Folgenende. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Nächste Folge noch mehr Dungeons, damit wir endlich die Schmiede kriegen. Du stehst am Bug eines über die Wellen gleitenden Schiffes, vor dir die Salzgicht und über dir das freudige Geschrei der Möwen. Das meinte ich, kommt ab und zu, wenn man schläft. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.